Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Wird das jetzt etwa wieder deine... Ach, sagten wir schon, ne? Ja. Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten... Okay, das hatten wir schon. Alles klar. Brauchst du vielleicht eine Hake? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Nee. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Das könnte man so haben, ja? Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Hey, Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Wo ist er nur hin? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ja, weiß ich auch nicht. Ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ich weiß ja auch nicht, was da ist, so los ist. Ja, das Ding ist, Leute, ich kenne das Spiel ja schon ein bisschen. Den Anfang zumindest kenne ich sehr gut, eigentlich noch. Glaube ich. Diese paar Stellen. Schade. Der Wasserhahn war leer. Okay. Ja, machen wir den mal an die Wasserpumpe. Ja. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Ja, sie ist nicht Lilly unsere Schuld. Nicht, was sie falsch gemacht hatte. Das weiß ich auch nicht. Gucken wir mal. Zum Brunnen. Ah, hallo Freeman. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Jo. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deswegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass. Zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Wir wollten dir doch nur helfen. Okay, versuchen wir halt mit Honig die lieben Dingens da wegzu... diese Mieten wegzulocken. Das war das Wort. Vielleicht funktioniert das ja. Wir können ja den Honig jetzt mit der Komposttonne benutzen. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Ja, finde ich auch. Machte sich sofort ans Werk. Yeah.
Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, die schreien ja! Und so. Ja, aber vorsichtshalber, gucken wir uns mal das Zuhause von denen an, ne? Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und ja, als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Kartoffelgnomchen! Cool! Ich glaube, Freeman ist wieder reingegangen. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, ich glaube, der hat mitgepinselt. Zu der Bank einen neuen Anstrich zu verpassen, ist, glaube ich, immer cool. Aber wir können jetzt in den Keller, Leute. Das ist nicht schön. Die das ist Oberin schön. Hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Genau. Ja. Yeah. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Glaube ich auch. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Okay. Lilly wusste, dass man ja, aber wozu man... Einfach mal eine Tasche stecken, würde ich sagen. Kann ich eigentlich auch hier alles mit allem benutzen? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay. Lilly wusste das. Okay. Und wenn... Dann sagt er das wahrscheinlich immer. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Yeah. Eine Schaufel. Genau so eine konnte... Nimm sie mit, genau. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. What? Alles klar. Okay. Okay. Akzeptiere ich so. Ist okay. BTF. Wir haben jetzt einen Presslufthammer, haben wir auch. Warte mal. Wofür könnte man den denn gebrauchen? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß nur manches, was man halt machen muss. Aber gut. Schaufel mit Beet. Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Das könnte sein. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los! Lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe halt, das geht mit dem Sound so, Leute. Dass das Spiel nicht so leise ist. Aber ich werde es ja merken nach dem Stream. Dann wird die nächste Aufnahmesession, beziehungsweise der nächste Stream halt ein bisschen umgestellt. Dann habt ihr halt die ersten drei Parts, oder wie lange ich halt aufnehme, halt ein bisschen anderen Sound. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Ja. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Echt jetzt? Gut, dann würde ich sagen... Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Oh. Das ist niedlich. Das ist niedlich.
Ich muss die Zeit im Auge behalten. Ich will eigentlich nur so circa 10 Minuten oder so streamen. Ja, wie gesagt, es ist halt. Heute Lilly ist nicht. Durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Oh. Ja, ich will halt auf jeden Fall nicht so mega lange streamen. Deswegen. Nur ein kleiner kurzer Stream, damit ihr morgen nicht wieder Video habt. Beziehungsweise, halt. Ja. Für euch. Halt gestern, glaube ich, wenn wir schon im zweiten Part sind. Können wir die Schaufel nehmen? Was? Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja. Wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr! Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. What? Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Das ist gemein. Das ist gemein. Falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly. Es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Alles klar. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Was hat Lilly denn jetzt gemacht? Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Da wird's bald. Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Okay. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. What? Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel, Leute? Uiuiui. Ui. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten.
Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Das frage ich mich allerdings auch. Alles klar. Oh, Steckkissen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Das ist gemein von der Oberin. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. What? Einmal mitnehmen. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. So kennen wir Edna. Und? Kommst du voran? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Es ist Böses im Busch. Böses. Alles klar. So, hier kommen wir nirgends lang. Oh, wer ist das denn? Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. What? Suka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Suka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Okay. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Pononoke! Shiny Rainbow Miyuzaka! Ching! Ching! Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Ching? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Ey, wir sind voll Gumbo. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und was? Du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben.
Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Okay. Ich akzeptiere das einfach mal. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.